hier den Block und jetzt greife ich hier so rein und drehe so ein. Ja? Okay? Und ab. Hier ist der Block. Ich greife, hier ist ein Fenster. Durch das Fenster greife ich durch, runter und hoch. Jetzt habe ich hier. Hier kann ich effektiv hebeln, wenn ich möchte. Und aus der Position zurück, der Block. Hoch. Dann ist hier ein Fenster. Durch dieses Fenster greife ich hier durch und hole mir jetzt sein Bein. Und wenn man jetzt hier sieht, hier kann ich ihn hebeln. Dann mit dem Hebel. Dann smasht er sich selbst. Also müsst ihr mit eurer ausreichenden Bewegung vorsichtig sein. Ne? Und so. Durchs Fenster rein. Hier habe ich den Hebel. Ja? Der kommt so nicht rausdrehen, weil sich hier dein Fuß dann selber hebelt. Dreh und noch. Oh. Ja, hier. Machen wir hier. Hier. Okay. Da hast du mit Absicht gemacht. Hinter dem Hub. Ja. Kamal. Und jetzt gehe ich hier. Ja. Wenn ich hier bin, umgreifen und finden. Ja, und dann könnte ich jetzt eine rote Gerke mit dem Fuß oder ja, oder ich bewege mich in eine Position, wo man darauf kontrolliert. Takagio. Kamai. Also direkt übergeben und bin hier. Ja? Okay. Ja. Hier kommt der Druck und ich greife sofort hier und bewege mich in die Richtung. Ja? Kontrolle. Ja? Weil so, der Müller muss wieder noch betreten. Dann schaut's noch. Ja, und hier ist es schwierig für ihn zu treten. Er liegt hier, wenn ein Samurai ist, liegt er hier auf seinem Schwert, der da sitzt. Ja? Ja. Ausweichbewegung und dann setzt und fange hier so ein und hab hier am Knie, dann musst du durch. Und der ist. Ja. Huh. Oh. Ja. Also, huh. Also ich bin hier mit dem Arm und schieb nach. Das. Ja. Und dann. Teilschiene, Sankakenschiene, was auch immer. Ja? Wobei Sankakenschiene schon böse ist, ja, in der Polizeiarbeit. Also. So ist besser. Ja? Ist natürlich immer so, da wird einer abgedreht, hupp,